So Leute, weiter geht es hier mit Stranded Deep und dem Bau des höchsten Gebäudes der Welt. Wir schauen mal, dass wir hier vorsichtig runterkommen. So, sehr schön. Und machen uns dann auf den Weg wieder zur Insel da drüben und holen uns dann noch ein bisschen. Wie geht's uns hier? Könnte man wieder ein bisschen essen? Mache ich mal eben. So. Ich tu mir hier mal eine Kokosnuss machen. So, dann die eine hier und ach, die Kartoffelpflanze da ist jetzt wieder gewachsen. Das ist sehr schön. Heißt, wir können noch ein bisschen Essen hier uns holen. Da vorne haben wir auch noch eine. Ist die schon fertig zum Ernten? Nee, ist sie noch nicht. So, wir sind nicht mehr ganz so hungrig, haben zwar immer noch ein bisschen Hunger, aber so, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu der Insel da. Yep. So. Und ab geht die Post hier wieder mit dem. Ach du Scheiße. Warum auch immer der hier jetzt runtergefallen ist. So. So. Und doppelte Geschwindigkeit hier wieder ab dafür. Gib Gummi. Das sagen wir, während wir in einem Gummiboot sitzen. Ha, ha, ha. Ja, hallo. Gut. Ja, ich glaube, ich muss. Uiuiui. So, Dankeschön, Dankeschön. Ja, weiter geht es hier jetzt. Wir paddeln da weiter zu der Insel. Ich hoffe, wir sind immer noch auf richtigem Kurs und ich habe jetzt durch das Niesen nicht irgendwie den Kurs gewechselt. Aber ich glaube, es sollte immer noch der richtige Kurs sein. Falls nicht, Pech gehabt. Dann, ja. Gucken wir halt, wo wir bleiben. Fangen wir neu an. Oder sonst was. So, 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 so. Sind wir jetzt mal bald da oder muss ich hier jetzt noch 3 Stunden lang irgendeine Scheiße quatschen? Okay, wir sind fast da. Das heißt, ich muss keine 3 Stunden, sondern nur noch 2 Stunden und 59 Minuten Scheiße quatschen. Ja, Scheiße, 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 Scheiße. Haha. So, fallen wir wieder runter oder bleibt er diesmal hier drauf stehen? Nee, sieht aus, als ob er stehen bleibt. Das ist gut. Und so, jetzt sind wir da. Da liegt auch schon wieder ein bisschen. Uiuiui, der fliegt hier aber weit aufs Land drauf. So, das hier brauchen wir erstmal nicht. Schmeiße ich irgendwo hin. Und dann hole ich hier mir mal ein bisschen Holz wieder. So, plöpp, 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 plöpp. Können wir das direkt hier weitermachen? Nee, wir müssen erstmal aufhören zu schlagen. Das wäre praktisch, wenn man die ganze Zeit die Taste gedrückt halten kann, dass er hier die ganze Zeit so am draufschlagen ist. Und so. Genau, dass man da dann die ganze Zeit Holz holen könnte, dass man unaufhörlich am Prügeln ist, sozusagen. So, dann hier den Baum. Da hängen, glaube ich, noch 2 Kokosnüsse dran. Genau, die nehmen wir uns mit. Eins und wo ist die andere hingekullert? Da unten rollt sie. 2. Und hier, lernt fliegen. Freiheit für die Krabben. Ich hoffe, die ist im Wasser gelandet. Ansonsten ist die jetzt sehr wahrscheinlich tot. Das war nicht meine Intention hinter dieser Aktion. So. Ich glaube, wir nehmen uns nochmal 4 Kokosnüsse mit. Denn das ist ziemlich gut, solange wir noch keinen Speer haben. Und genau, Speer basteln können wir uns auch noch machen. Damit wir noch ein bisschen was zu fressen haben auf der Insel. Also auf unserer Heimatinsel. Denn das kann sehr schnell passieren, dass wir keine Kokosnüsse mehr haben und wir dadurch dann uns nur noch von Kartoffeln ernähren können. Und wir brauchen auch noch Quellen, um etwas zu trinken. Da bieten sich, glaube ich, Eimer an. Aber solange wir noch keinen Eimer gefunden haben, müssen wir von Kokosnüssen leben. Und wenn wir keine Kokosnüsse mehr haben, sieht das sehr schlecht aus. Dann müssen wir, glaube ich, leider verhungern. So, jetzt können wir noch 2 Stacks mitnehmen. Und, ah, sehr schön. Wunderprächtig. Da haben wir noch eine riesige Palme. Lässt die noch. 2 Kokosnüsse. Genau. Die lege ich mir mal weiter hier zum Anfang hin. Oh, da lang.
So, hier müssen wir hin. So, sehr gut. Hier lege ich mir dann noch die 2 Kokosnüsse hin. Dann, ich will lieber mehr Holz mitnehmen, anstatt die Kokosnüsse. Ich habe hier gerade noch den... Okay, das sind nur Palmfronds. Ich überlege auch demnächst, so in der nächsten oder übernächsten Folge nochmal ein bisschen tauchen zu gehen. Damit wir auch mal möglicherweise einen Eimer finden oder neue Äxte, neue Hämmer und so. Also ein bisschen neues Werkzeug und alles. Das wäre nämlich sehr praktisch. Dann müssen wir nicht immer aus Kokosnüssen trinken und auch nicht immer neues Werkzeug craften. Na, ups, da habe ich die Maustaste einmal kurz losgelassen. Komm, den machen wir jetzt so einzeln nochmal fertig. Aber das dauert so ewig, bis man das immer einzeln fertig hat. So, da haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, heißt 20 Sticks und es wird dunkel. Oh, das heißt, ich muss mich... Ah, nein, ich muss wieder welche hier lassen. Ach, Mann, ist das kacke. Gut, hier haben wir jetzt noch 8 auf der Insel. Ich habe nämlich vergessen, dass wir das Paddel noch brauchen. Wie sieht's aus? Wir haben ein bisschen Hunger. Die Kokosnüsse sollten reichen. Wir müssen zu der Insel dort, genau. Da paddel ich jetzt schnell mal hin. Und, so, ich hoffe, wir fallen jetzt nicht vom Boot wieder runter. Da müssen wir jetzt hin. Sieht soweit gut aus, dass wir nicht runterfallen, denn in der Nacht ist es noch ein bisschen, blöder, vom Boot runterzufallen, denn da ist ja alles dunkel, man sieht gar nichts unter Wasser. Und da hat es gerade so ein bisschen, gewuschelt auf dem Wasser, so ein bisschen Gischt ist dort aufgekommen. Ich glaube, da gab es eine Stelle zum Tauchen. Können wir nochmal nachgucken, etwas später. Aber erst einmal will ich jetzt zurück zur Heimatinsel, dass wir da etwas essen und etwas trinken können. Und vor allem auch schlafen können, denn es ist ja gerade Nacht. Man sieht fast gar nichts. Und das Wasser sieht aus wie so eine ganz große Menge an Pech. So eine Menge schwarzer Flüssigkeit, die sehr ekelig aussieht hier im Spiel bei Nacht in der Dunkelheit. Und da will man, glaube ich, auch nicht einfach so reinfallen. Da links gerade habe ich noch eine Stelle gesehen zum Tauchen. Das bietet sich vielleicht an. Und ich habe so das Gefühl, dass man nachts die Stellen zum Tauchen viel, viel besser sieht als tagsüber. Kann das sein? Wenn das einer weiß, einfach mal schreiben. Ich weiß es nämlich nicht, mir kommt es nur so vor. So, da ist unser schönes Baugerüst. Hier Paddel da reinwerfen und dann machen wir uns jetzt auf den Weg hoch auf den Turm. Die Kokosnüsse schmeiße ich hier erstmal hin. Nehme den Hammer mit und dann geht's ab dafür nach oben. So. Hier haben wir noch 3 Sticks, sehr schön. Davon werfe ich, ups, einen davon tue ich mal runterschmeißen, damit wir uns noch ein paar, nee, wer ist es noch? Ein paar, na, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Damit wir uns einen Speer, so war das Wort, einen Speer basteln können. Warum auch immer hier gerade keine Foundation verfügbar war. So, jetzt aber, dann klatschen wir da eine hin. Und, so, wir brauchen aber noch ein paar mehr, glaube ich. So, noch eine Foundation. Die hauen wir jetzt da. Dahin. So. Das sieht sehr cool aus jetzt mittlerweile. Wir haben schon mal einen... Jetzt sind wir über den Bäumen. Sehr schön. Ich warte noch, bis wir irgendwann im Weltall sind. Dann können wir da irgendwelche Raumschiffe basteln und so. Das wird bestimmt lustig. Nein, natürlich können wir das nicht machen. Und ich glaube, hier sieht man auch da dieses Viereck, in dem wir uns befinden. Und wenn man dir da diese Linie übertritt, dann wird der neue Bereich geladen, glaube ich. Da, wo das dann immer so einen kurzen Moment ruckelt, wenn man da mit dem Boot langfährt. Lag hier nicht noch ein Ast irgendwo? Da lag der eine Etage weiter unten? Nee, Foundation, was können wir denn da? Ach, weil da oben jetzt noch... Oder was? Nee, da unten. Da liegt der Ast. Ah, okay. Den heben wir uns auf, damit wir noch einen Speer machen können, beziehungsweise den mache ich jetzt einmal. Lashings haben wir jetzt leider keine mehr, aber die Yucca-Palmen müssten eigentlich nachgewachsen sein.
Jawohl, sehr gut. Sehr schön. So, und dann machen wir uns jetzt mal einen Speer, damit wir uns ein bisschen was zu essen hier machen können. Dafür müssen wir uns jetzt einmal den Stein kaputt machen. Duckt er sich jetzt hier hin oder... Ach, mit C war das. Okay, da kommen jetzt keine Geräusche, aber gut. So, damit... Ah, Moment, wir brauchen doch... Ah, ich Vollidiot, wir brauchen zwei Äste, um einen Speer zu machen. Ich habe immer noch Schiss, dass wir hier runterfallen. So, ein Ast. So, so, so. Gut. Und ich glaube, sobald wir irgendwie 5 Etagen oder 6 Etagen haben, mache ich mal ein paar Wände dran. Jetzt sind wir gerade in der 1, 2, in der dritten Etage sind wir gerade. So, noch einen. Dann können wir uns den Speer machen. Sehr schön. Den Rock Shard lege ich mal hier einfach mit hin. Und die Lashings auch. Und dann mache ich jetzt mal einfach ein bisschen Jagd auf Fische. Wo haben wir denn welche hier? So, lecker Fische hier. Da, wo bist du? Da bist du. Komm, dich nehme ich mit. Sardine, sehr schön. Haben wir eine? Eine Sardine. A small fish. So, wo kriegen wir denn noch welche her? Da hinten kann man tauchen gehen. Ah, was ist das denn? Eine Kokosnuss. Immer wieder wunderbar, so eine Kokosnuss hier zu finden. Denn Kokosnüsse heißen Leben. Kokosnüsse heißen Essen und Trinken und Nahrung und Überleben. Da können wir noch ein paar Kartoffeln holen. Die hole ich mir jetzt auch mal direkt, damit wir, damit die auch schnell wieder nachwachsen. Weil wenn wir die da die ganze Zeit einfach stehen lassen, bringt uns das ja nichts. Genauso wie mit den Yucca-Palmen. Die werde ich auch mal kurz abernten, denn... Wie gesagt, wenn die hier die ganze Zeit stehen, bringt uns das ja gar nichts. Wir müssen die schon ernten, damit die auch wieder nachwachsen können. Und wir unseren Vorrat aufstocken können. So. Dann hole ich jetzt mal noch 3 weitere Fische. Denn ich glaube, die Fische bringen etwas mehr als die Krabben. Ich weiß es aber nicht genau. Hier haben wir, glaube ich, welche. Können wir hier unter Wasser gehen? Okay, da schwimmen die gerade. Ich suche aber welche, die hier näher am... Ja, huste dich aus. Es ist ja kein Problem hier. So, da... Ach Mann, das sah nur aus wie ein Fisch. Mann, Mann, Mann. Wo waren denn hier viele Fische? Warum leuchtet das da so? Was ist denn hier los? Warum... Aber da vorne scheint doch der Mond auch. Warum ist es hier so hell? Na gut. Kann es sein, dass wir da schon tauchen waren? Ich weiß es gerade gar nicht. Da haben wir auf jeden Fall einen Fisch. Dich nehme ich mit. So, dann haben wir schon mal 2 von 5. 4 meine ich. Da hinten können wir... Ist das ein Hai oder können wir da tauchen? Ne, da können wir tauchen. Haie sind noch nicht da, zum Glück. Doch, da vorne haben wir einen. Kommt der näher, wenn wir hier ins Wasser gehen oder bleibt er da hinten? Ich hoffe, der bleibt da hinten. Beziehungsweise ich gehe einfach auf die andere Seite der Insel. Ha, da kann er uns nämlich nicht riechen, ne? Der dumme Hai. Da haben wir noch einen Fisch. So, komm. Und da hinten haben wir noch einen. Hier. Du kommst mit. Sehr schön. So, ja, hustet, bla bla bla, ne? Der ist ja fast am Verrecken, wenn er da 2 Sekunden unter Wasser ist. Der Hai schwimmt da vorne fröhlich munter rum. Kartoffeln können wir uns auch noch welche holen. Ich lege den Speer aber erstmal hier kurz zur Seite. So. Dann den Hammer lege ich auch zur Seite. Den braucht man nämlich noch nicht. Die Lashings schmeiße ich mal hier unten rein. Damit... Na, komm schon, geh da rein. So. Dann haben wir hier auch ein kleines Lager für die Lashings. Und das ganze Essen schmeiße ich mir hier hin. So, die ganzen Kartoffeln und die ganzen Fische. Sehr schön. Und wie sieht's aus? Wir haben ein bisschen Hunger. Und ganz minimal Durst. Das heißt, wir werden uns in der nächsten Folge mal ein paar Kartoffeln reinziehen. Und dann auch mal ein paar Sardinen übers Feuer hängen. Die werden wir dann schön aufmampfen. Und ich wollte hier nochmal kurz... Okay, machen wir das so. Jetzt haben wir noch mehr Kartoffeln. Heißt, wir haben da jetzt irgendwie einen Haufen Essen liegen. Damit dürfen wir jetzt erstmal ein bisschen überleben und die nächsten Folgen überstehen.
Und ja, ich bedanke mich jetzt mal fürs Anschauen, werde mich jetzt gleich schlafen legen hier im Spiel und sag dann mal Tschüss und bis zur nächsten Folge.